Nimm das. So, Frage ist jetzt, da ist ja schon wieder so ein Kackviech. Warte mal, das Kackviech. Das muss mal sterben. Wirst du wohl? Wirst du wohl? Stirb! Wo ist es jetzt? Kackzwitscherviech. So, dann kommt der dahin. Dann gibt es wohl gleich mal eine Runde mit der groben Kelle. Ja, ich sehe schon. Oha. Das hört sich nach Skelettspawner an. Stopp! Stopp! Haha. So mag ich das. Aus dem Flug in den Tod. So, ich mache da oben erstmal zu. Dann mache ich hier auch noch zu. Moment. Bleibst du da stehen? So, pass mal auf. Vögelchen. Fuck die Wand an. Alter. Das ist mal eine Scheißecke hier. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade nichts sage. Wow! Kacke! Moment. Hau mich nicht! So, jetzt dürfte ich die Armee der Finsternis auf dem Arsch haben. Moment. Stopp. Ja. Haha. Arsch, Arsch, Arsch. Ja. Danke für die Erfahrungskügelchen, ihr Vögel. Ich sollte vielleicht erstmal die Dinge erledigen, die zu erledigen sind. Hier. Arsch. Wer ist denn hier schon wieder Arsch, Mensch? Jetzt hört doch mal auf, mich zu nerven, ihr Ärsche. Ja, also übersichtlich ist anders. Ding. ich weiß, feige und überhaupt, aber lebendig. Ich lebendig bin noch immer. Nein. Ja. Was haben wir da? Eine kleine Kaverne mit ganz viel Kohle. Okay. Kann man nehmen. Dann nehmen wir mal die Kohle hier raus. Einfach mal zur Entspannung. So. Wie viel nehme ich denn jetzt schon wieder auf? Ach, 27 Minuten. Da lohnt es sich schon wieder gar keine Pause zu machen. Ja, apropos Pause, also ich denke, das wird hier nicht mehr allzu lange gehen. So, jetzt ist auf einmal ganz still. Die wollen mich in Sicherheit, Sicherheit wiegen. Ja. Nee. Guck mal. Oha. Das sieht alles andere als gesund aus. So, pass mal auf.
Jetzt gucken wir uns von der Seite hier aus an. Hört ihr das, wie viele Skelette da rumtanzen? Alter, das ist hier sowas von fucking unübersichtlich. Weißt du? Dem tragen wir doch mal Rechnung, indem wir hier einfach mal Sperre, zack, 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 zack. Und einmal kurz gucken. Ja. Halt. Das ist unsicher. Ach, was ist hier eigentlich sicher? Was? Welche Ecke hier kann man als sicher bezeichnen? Aha. Vielleicht so könnte man das. Ja, das Fliehen wird hier einigermaßen schwierig werden, wenn es notwendig ist. Okay. Ja. Also, ich sag euch jetzt mal was voraus. Unter der Gefahr, dass wieder jemand sagt, das ist alles nur gefaked. Hier gibt es mindestens ein Skelett und mindestens ein Zombie-Spawner. Wetten das? Ob wir sie heute finden werden, ich habe keine Ahnung. Also, was plane ich jetzt? Also, ich wollte jetzt hier eigentlich nicht die ganze Zeit Höhle erkunden. Das war so nicht geplant. Aber manchmal, ne? Bestimmt halt eher Minecraft, was du tust. Du machst Pläne und Minecraft macht was anderes. Daraus. Boah, es ist wirklich ein Skelett-Spawner da oben. Der ist hier irgendwo ganz in der Nähe. Hört mal, das sind unglaublich viele Skelette. Ja. Habe ich jetzt hier on the fly reingezeichnet mit MS Paint. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch den Laden da oben mal auf. Aber nur unter Vorbehalt. Ja. Also die Zombies, die ich jetzt hier höre, das können noch einzelne sein. Das muss nicht unbedingt ein Spawner sein. Da war es vorhin schlimmer. Mach hier oben erstmal dicht. Soweit das geht. Digga, ich bin so am Zittern hier. So. Oida. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Was ist hier? Creeper Spawner? Ja. Das war jetzt nicht klug, darunter zu fallen. Nö. Halt. Das ist sowas von ungünstig hier. Das da vorne können wir abgraben. Das braucht niemand mehr. Ich
glaube nicht, dass ich das gesetzt habe hier. Deswegen, das ist willkommen. Oh, guckt euch das mal an. Ja, bau doch mit Eisenfackeln. Eisenfackeln sind gar nicht schlecht. Das hat wunderbar geklappt. Ja, dann gib ihm. Und nimm mal hier den Klotz raus. Das ist ja eine wunderschöne Halle hier unten, ne? Also, finde ich. Wenn ich hier die Erde rausgrabe, dann müsste man direkt in diesen Talkessel. Könnte man den Bogen vielleicht greifen, bevor Vögelchen hier ankommen? Was nimmst du, meinen Stein? Vögelchen. Och, der hat eine Kartoffel gehabt. Hast du gesehen? Ach, ist hier alles so. So gar nicht willkommen heißend. So. Warte mal. Hey. Vögelchen. Na? Wie gefällt dir das? Auf der Fresse, Digga. So, jetzt hätte ich beinahe Zombiefleisch gegessen. Sollte ich vielleicht aus dem Slot nehmen? Ich habe eine Kartoffel gekriegt. Tja. What I always wanted for Christmas, oder was? Ich glaube. Nee. Also bin ich. Hallo. Senores. Y Senorinas. Ich glaube, hier waren wir eben und haben oben abgesperrt. Kann das sein? Warte mal. Dafür komme ich in die Hölle. So, da die Hölle kein Konzept für mich ist, lehne ich das ab. So. Da oben ist auch noch ein Eingang. Aber so langsam kriegen wir hier sämtliche Eingänge mit Ärgernisketten auch erledigt. Da unten geht es noch weiter. Oh, das ist ja sowas von. Was meint ihr? Ist das schön hier? Schreibt es jetzt mal bitte ganz schnell in die Kommentare. Ehe ich nicht mehr darauf antworten kann. So. Ich mache hier einfach mal eine Treppe hoch. Dann können wir uns das mal angucken, wie das da oben aussieht. Weil ich annehme. Boah, ich wollte gerade sagen, das wird das wenigste sein, aber. Das sieht doch nach viel aus. Alter Schwede, ist das riesig. That's what she said. Ja, das sind Schluchten, die fucking ineinander wachsen hier. Wandern wollte ich gerade sagen. Könntest du bitte nicht zurückschnappen, Maus? Es ist momentan gerade sehr ungünstig. Ja? Ja, sehr unpraktische Ecken hier. Ja, das ist ja schon mal erledigt. Da kommt ein Zombomat angeeiert. Moin. 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 Hm.
Moin. Alter. Schluchten, ja. Ohne Ende Schluchten hier. Hallo. Sir, Moment. Moment, Sir. Schlag mich nicht. Ja, also diese Schluchten hier, das ist ziemlicher Kack, ne? Also, würde ich sagen. Zum Glück kaum Creeper hier in der Nähe. It has been a while. Immer. Ui. Wie uns das Ding noch in den Bogen fliegt, während es etwas problematischer wird. Alter. Nö, gar nicht kompliziert hier die ganze Sache. Nö. Alles total locker, Digga. Oh, was kommt denn da? Na du. Ja, du Arsch. So. Oh, ha, 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 ha. Ha. Na, Spinni. Moinsen. Ja. Oh, von dir habe ich gerade geredet. Kackviech. So, jetzt habe ich Angst gekriegt vor dem Erfahrungskügelchen. Vor dem kleinen Erfahrungskügelchen. So, geht's hier oben noch irgendwo weiter? Nö. Nee, ne? Das macht er jetzt nicht hier, ne? Also eher ich. Mhm. Bloß nicht gecornert werden. Alter, ne? Muss gleich Pause machen. Gebläse drückt. Dödelüm. So, also hier. Wow, halt! Boah, scheiß Inventar. Entschuldigung. Nur nicht. Die erschießen sich gegenseitig. Cool. Genau so mache ich das. That's the way I like it. Hui. Irgendwas stiefelt. Och. Ha. Guck mal. Da geht's noch weiter. Oh, 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 oh. Schnell weg erstmal. Und, ich sehe dich. Guck, guck. Bist du denn? Moinsen. Ich kann dich so schlecht sehen da im Dunkeln. Komm doch mal raus. Oh, ja. Ich glaube, ich habe jetzt die Aufmerksamkeit sämtlicher Zombomaten. Also hier in der Nähe ist auf jeden Fall kein Spawner, oder? Hey Stiefelfritzen, wo seid ihr denn?
Hier sind sicherlich noch mehr. Och! Hör auf, dich anzuschleichen. Ich bin aber ein Creeper, ich muss mich anschleichen. Ist mir doch egal. Ja, es röchelt nicht, es klönkert nicht, aber es stiefelt. Okay, ich glaube, wenn ich mich hier hochbaue. Ja, erstmal für ein bisschen Licht sorgen. Licht im Schacht. Ne, also. Was hängst du denn da so rum? So. Metal, Leute. Ich glaube, ich werde mich von hier erstmal verziehen. Soweit mir das vergönnt. Ach, ich sehe hier schon wieder schöne Sachen. Ach, Mann. Es macht so Spaß. Ja. Kann ich doch nichts dafür. Ich habe sie da nicht hingehängt. Das haben sie selbst getan. Und es sind immer noch mehr welche da, also insofern lasst mir den Spaß. So. Oh. Irgendwas stiefelt. Irgendwas fucking stiefelt hier rum. Da stiefelte eben was. Jetzt habe ich Angst. Weil der Stiefelkater, der da eben war, hat nicht geklönkert und nicht geröchelt. Das heißt, er ist von der creepigen Art. So, lass mich hier runtergehen. So. Ich will ganz ehrlich wieder zurück in die Mine jetzt erstmal. Aha. Ja. Wenn wir sie denn finden, die Mine. Ich bin jetzt durch so viele Gänge gegangen, dass ich nicht mehr weiß. Ach, guck mal, was wir hier haben. Ist es nicht wunderschön? Ist es nicht wunderschön? So, Tür ist hier vorne. Ja, genau. Wir müssten also hier in dieser Richtung. Da ist auch noch Eisen in der Wand. Meine Güte. So, hier ist unsere Mine. Ach, und da ist unser Hauptraum. Da will ich jetzt hin. Und ich möchte hier eine Pause machen, Freunde. Ja, wir sehen uns dann morgen.